Okay, wir sind live, wenn ich das hier richtig sehe. Klaus, hallo, willkommen zu unserem Live-Gespräch im Freifahrt-Channel. Hallo Sandro, grüß dich. Schönen Abend. Sehr schön, dass du da bist und dich bereit erklärt hast zu dem EGH-Wechselmodellbeschluss, den du ja erwirkt hast, dir Auskunft zu geben. Ja, sehr gerne. Bin ja dem ganzen Thema immer noch verbunden, hinsichtlich Unterstützung vom einen oder anderen. Und es ist mir natürlich eine politische oder auch eine Herzensangelegenheit letztendlich, hier zu unterstützen, wo ich denn unterstützen kann. Super, ich werde immer wieder mal da rüber schauen. Da gucke ich dann, was so im Chat los ist, dann Kommentar. Und vielleicht kann uns auch einer in den Kommentar reinschreiben, ob alles klappt, ob man uns hört und sieht live auf Facebook, damit ich weiß, das funktioniert hier alles. Sehe da nur gerade keine Kommentare. Okay. Da schreibt einer schönen guten Abend in die Runde. Also dann gehe ich mal davon aus, das heißt, man hört uns, das ist wunderbar. Klaus, erzähl doch mal, wie fing denn diese, wenn ich es nennen darf, Odyssee an, die dich dann schlussendlich vor den BGH geführt hat und dann diesen wegweisenden Beschluss, in welcher Form er wegweisend war, werden wir ja analysieren. Erzähl uns doch mal die Geschichte und danach würde ich dann gern mit dir im Einzelnen über den Beschluss sprechen, wie du den einschätzt und siehst. Ich denke auch, da verstehen wir dann auch deinen Antrag, der damals dazu geführt hat, ja, was da die entsprechenden Punkte waren. Und mich würde da brennend deine Einschätzung zu dem BGH-Wechselmodellbeschluss interessieren, weil das ja dein Leben konkret ja beeinflusst hat. Wir anderen Väter, ja wie ich, wir haben von diesem Beschluss gehört, haben gedacht, cool, endlich sind wir gleichberechtigt. Ja. Ob das wirklich so ist, werden wir ja auch noch hier diskutieren. Ja. Aber Ja, lange hinterher ist man Rede, immer schlauer. genau. Also das wird mich alles brennend interessieren und wir schauen dann auch auf Facebook. Ja, da schaue ich rein in die Kommentare. Ich werde die Namen der Leute nicht nennen, weil ja auf Facebook sehe ich sie natürlich, aber das Video kommt dann auch auf YouTube, die Aufnahme. Und die Personen sind dann nur auf Facebook mit ihrem Namen und vielleicht nicht auf YouTube. Deshalb werde ich da die Namen hier in der Diskussion dann nicht nennen, aber ich schaue es mir an, was auf Facebook kommentiert wird und stelle dir dann auch die Fragen dazu. Also Klaus, das war jetzt eine Ja, lange Einleitung. Erzähl doch mal sehr so gerne. die Geschichte, die Odyssee hin zum BGH-Wechselmodellbeschluss. Ja, BGH hat ja erkennbar geschrieben, es handelt sich hier um einen hochstrittigen Fall. Und an der Stelle hat der BGH sicherlich auch recht gehabt. Das Ganze ging los im Jahr 2012. Da hatte ich dann im ersten Schritt mal Polizeieinsatz, Gewaltschutzverfahren und dann irgendwann mal Anfang 2013 festzustellen, auweia, der Kontakt zu meinem Sohn, der ist in der Art und Weise, wie ich mir das vorstelle, nicht gegeben. Du kämpfst, du holst, versuchst ihn abzuholen, aber es kommt am Ende des Tages wenig rum dabei. Hatte am Anfang, ab Januar 2013, eine Umgangsmodell im klassischen Residenzmodell, Freitagabend bis Montag zur Schule, hatte dann aber schon irgendwo gespürt, so im Jahr 2013 Ende, das entgleitet mir, der Sohn will immer seltener zu mir und als ich ihn abholen wollte, hat er dann angefangen hier zu weinen, nein, ich will nicht mit und es war für mich so irgendwo der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, okay, das funktioniert so in der Art und Weise nicht mehr. Dann habe ich irgendwann Anfang, Mitte 2014 schon mal versucht, das Gespräch zu suchen. Ich muss dazu sagen, ich bin seit Mitte 2014, glaube ich, war das,
habe ich erstmals die Webseite Trennungs-FAQ entdeckt. Das war für mich ein großer Fehler, die hätte ich schon viel früher entdecken sollen. Und für solche Themen war die Beratungsempfehlung im Trennungs-FAQ der sogenannte Dreisprung. Erstmal bei der Mutter anklopfen und sagen, hallo, ich hätte gerne, wenn Mutter nichts macht, zum Jugendamt mit der Bitte um Vermittlung und erst an dritter Stelle dann der Versuch zum Gericht und den Antrag anstellen. Ja, so hat sich das alles noch hingezögert. Im Jahr 2014 mehrfach mit meiner Ex-Frau, mit der ich da 23 Jahre verheiratet war, aber Rechtskraft der Scheidung war dann Anfang 2014 schon passiert, versucht, eine Einigung zu erzielen, aber kategorisches Nein. Es gibt hier keine weiteren Zeiten in der Betreuung. Freitag bis Montag, halbe Ferien, Ende Gelände. Und ja, so ging es dann los, dass ich dann Anfang 2015 an das Jugendamt um Vermittlung gebeten habe, im Sinn von, ich hätte gerne mal ein Wechselmodell, Reaktion, vergiss es. Und so habe ich dann, Februar 2015, den Antrag gestellt beim Familiengericht in Schwabach auf Wechselmodell. Musste mir da erstmal dann bei der Richterin Sachen anhören wie Herr Fiegel, Sie tun dem Kind nicht gut und derartige durchaus provokant emotionale Frechheiten. Und dann kam es zu einem Wechsel bei der Richterin und die neue Richterin hat nach Aktenlage entschieden. Das war dann irgendwann im Sommer, im September 2015 hat dann das Amtsgericht Schwabach gesagt, Wechselmodell ist nicht. Für mich war zum damaligen Zeitpunkt ist eigentlich klar, ich mache genau eine Instanz und wenn das nicht funktioniert, ich meine, dann habe ich für mich selber die Klarheit, ich gehe da nicht weiter. Aber der Beschluss, so wie er dann vom Amtsgericht Schwabach formuliert war, war dann in einer Art und Weise, wo ich sage, so idealtypisch, wie macht man ein Wechselmodell kaputt? Geht nur mit Zustimmung der Mutter. Das ist das Hauptargument gewesen und Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit sind nicht gegeben. Das waren für mich dann so Momente, wo ich mir gedacht habe, vielleicht war es doch noch nicht alles. Solche offensichtlichen Argumente, die so nach Diskriminierung rufen, die muss man halt vielleicht doch nochmal zum nächsten, in die nächste Instanz tragen. Ich hatte, wie gesagt, die Aktion in der ersten Instanz ohne Anwalt, habe dann auch gleich noch im September 2015 Riesenschreibaktion die Beschwerde zum Oberlandesgericht gemacht. Ich habe es dir ja auch mal irgendwann zur Verfügung gestellt. Oberlandesgericht hat dann im November 2015 mit mir einen kurzen Prozess gemacht. Größenordnung knappe Viertelstunde. Mit vielen Akten bin ich da hinmarschiert, habe gedacht, jetzt wird mal über alles geredet. Und dann hat man mir innerhalb kürzester Zeit mitgeteilt, Fiegel, tut uns fürchterlich leid, du hast hier einen Antrag auf Umgang gestellt. Sorgerecht wäre es gewesen, so müssen wir das ganze Thema ablehnen. Habe dann nach dieser Veranstaltung beim OLG Nürnberg den gleich mitgeteilt, hätte gerne die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof, 70 vom FG gehabt. Und Anfang Dezember kam dann auch schon der Beschluss und da war dann auch die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde gegeben. Hab dann die Rechtsbeschwerde über den BGH-Anwalt einlegen lassen. BGH hat dann die Begründung irgendwann April, Mai 2016 erhalten und dann im Februar 2017 kam dann dieser Beschluss, wo ich dann auf einmal auch von ganz vielen Seiten mitgeteilt bekommen hatte, das kam gerade in den Nachrichten. Also da war richtig viel Trubel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite
war aber auch klar, ich wollte hier meinen Sohn schützen und deswegen war in der damaligen Phase eigentlich kein Interesse vorhanden, weiter in die Öffentlichkeit zu gehen. Okay, das heißt, der Beschluss vom BGH war da und danach hast du im Wechselmodell gelebt mit deinem Sohn. Nein, der BGH hat ja nicht entschieden in dem Sinn, dass er gesagt hat, das geht so in Ordnung, sondern der BGH hat gesagt, liebes Oberlandesgericht Nürnberg, ihr könnt nicht ohne Anhörung des Sohnes entscheiden. Also würde das Ganze nochmal zurückverwiesen und bitte achtet auch darauf, dass ein Wechselmodell sehr wohl auch gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden kann. Und nachdem dann der Sohnemann da gerade kurz vorher 14 Jahre alt geworden ist, ist er dann auch angehört worden, hat gesagt, ich möchte alles so lassen, wie es ist, ich möchte kein Wechselmodell. Und dann war für mich insoweit die Sache auch erledigt. Das war jetzt aber für mich keine Überraschung, das hat mein Sohn ja schon vorher angekündigt, bin ich mir auch nicht böse drum. Und dann habe ich mich unterstützt von Franz Jörg Krieg. Der war hier als Beistand mit beim Oberlandesgericht dabei, noch in einen Vergleich reingerettet. Da haben wir dann noch eine Umgangsregel vereinbart und war letztendlich für mich insoweit wichtig, als dass ich dann nicht auf den Anwaltskosten der Gegenseite sitzen geblieben bin, wäre. Und so habe ich halt ein BGH-Grundsatzurteil erwirkt, ohne dass es mir selber was gebracht hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Grundsatzurteil hat irgendwo in Summe nicht mal 1.000 Euro gekostet. Insofern muss ich auch sagen, ja, das war trotz allem ein gutes Investment für die Sache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, wir haben auch in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal drüber diskutiert. Dieses Urteil hatte schon sehr sehnlich. Nur ich war in dem Moment auch klar, wenn ein 14-jähriger Sohn in der Anhörung sagt, ich möchte so lassen, wie das ist, dann kannst du BGH-mäßig Beschlüsse haben, wie du willst. Dann wird das Thema nicht mehr runter. Das heißt, du bist bis hoch zum BGH und dann war es doch bitter, weil es ja dann nicht wirklich das Ergebnis gebracht hat, das du dir gewünscht hättest. Hat sich dein Sohn auch mal gewünscht, im Wechselmodell zu leben? Mein Sohn hat gleich zu Beginn eher mal dargestellt, Papa, ich möchte bei dir wohnen. Bis zu der Phase, wo er dann irgendwann mal wohl von Mama gut beeinflusst wurde, um dann festzustellen, naja, Papa, ich bleibe jetzt noch eine Zeit lang bei der Mama, aber dann komme ich zu dir und die Diskussion findet aber an der Stelle jetzt so nicht mehr statt. Sehe ich es als einen Fehler an? Nee, sehe ich nicht als einen Fehler an. Ich war dabei, den Kontakt zu meinem Sohn zu verlieren. Also diese ganzen Mechanismen, die man aus der Parent Alienation Situation kennt, die habe ich insoweit auch erlebt. Aber ich bin auf der anderen Seite ziemlich sicher, dass dadurch, dass ich mich auf den Präsentierteller gesetzt habe und gesagt habe, Richter, schaut mal her, hier ist der Vater gerade dabei, den Kontakt zu seinem Sohn zu verlieren, macht mal das Wechselmodell, dass gerade das letztendlich auch ein Stück weit zur Aufmerksamkeit geführt hat und es dann eben doch nicht so weit gekommen ist. Denkst du, ihr würdet im Wechselmodell leben, wenn der BGH-Beschluss schon existiert hätte, als es bei euch alles anfing, das Streitungskind? Ich bin in eine Scheidung reingelaufen, da kannte ich den Begriff Wechselmodell nicht. Ja? Das kam dann nur irgendwann mal, als man halt nächtelang in lauter Verzweiflung vorm Internet sitzt und dann kreuz und quer recherchiert und da ist das Thema dann aufgekommen. Da findet man dann da ein bisschen was, dann findet man da ein bisschen was. Ich vermute jetzt mal, ich hätte es sicherlich frühzeitiger versucht, gerade in der Phase, wo sich die Situationen nach der Trennung noch nicht verfestigt hatte, ja,
wenn ein Residenzmodell erstmal etabliert ist, ist es immer schwierig, da auch wieder aus der Nummer rauszukommen. In dem Moment hätte ich es von Anfang an gewusst, hätte ich mich sicherlich anders verhalten auf der einen Seite, und hätte ich das Wissen von heute, hätte ich mich nochmal anders verhalten, auch ganz klar. Aber ich gehe davon aus, dass es so oder so nicht geklappt hätte, denn die Richter, die hier in Schwabach am Start sind, die sind hier gut voreingenommen. Da wird man, da kannst du argumentieren, was du willst, wird alles relativ großzügig ignoriert. Also denkst du, dass vielleicht der Wechselmodellbeschluss nur deshalb zustande kam, weil das Jugendamt und die Richterin in Schwabach ohnehin gedacht haben, er kommt damit sowieso nicht durch, ja, weil es eine Sorgerechtssache und es ist sogar so, sag mal, amateurhaft, dass er das als Umgang noch beantragt. Und dann kam aber am Schluss etwas Überraschendes raus, womit die gar nicht gerechnet haben. Also ich bin mir sicher, in der Art und Weise hat niemand gerechnet von der Institution, weil man hätte sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle schwieriger machen können in der Begründung, erstinstanzliches Urteil. Für mich war aus der Perspektive das erstinstanzliche Urteil eigentlich ja der Elfmeter, wo ich sage, da haust du mal drauf, da schaust du mal, was passiert. Also wenn da mehr und individueller argumentiert worden wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht weitergemacht. Aber es war halt so ganz idealtypisch, wie man das vermutlich in der, wie soll ich sagen, in der Urteilsbegründung, in der Standardurteilsbegründung für angehende Richter findet, wie machst du ein Wechselmodell kaputt? Keine Kommunikation, keine Kommunikationsfähigkeit, keine Kooperationsfähigkeit, und der andere Elternteil ist dagegen. Damit war das Thema im Prinzip begründet. Und das sind natürlich Gründe auf der anderen Seite, wo ich natürlich sage, naja, Zustimmung des anderen Elternteils, schwierig. Sowas hatten wir ja. Du hast das letzte Interview, was du geführt hast mit dem Horst Sauniger. Es ging ja genau um die gleiche Sache vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 1626a, alte Fassung. Da ging es um die Fragestellung, ist es in Ordnung, wenn ein unverheirateter Vater nur ins Sorgerecht kommt, wenn die Mutter zustimmt? Europäische Gerichtshof für Menschenrechte haben gesagt, nee, ist nicht. Und eine ganz ähnliche Konstellation hat jetzt dann auch das Amtsgericht Schwabach in meinem Fall als Annahme oder als Ablehnungsgrund für das Wechselmodell formuliert. Und es war für mich natürlich in dem Moment ganz klar, hey, das ist ein ganz großes Diskriminierungsthema. Das hat ganz offensichtlich auch der Bundesgerichtshof gesehen und hat dann versucht, diese direkte Zustimmung der Mutter, die ja das Amtsgericht noch gefordert hat, letztendlich zu ersetzen, indem der Bundesgerichtshof einfach Bedingungen genannt hat. Wenn diese positiv erfüllt sind, dann kann ein Wechselmodell angeordnet werden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das sind ja Bedingungen, die typischerweise dann von der Mutter selber durch faktisches Handeln, durch faktisches Tun geschaffen werden können oder nicht. Und letztendlich hat man diese verbale Zustimmung zum Wechselmodell ersetzt durch eine faktische Zustimmung, was die Situation letztendlich ja nicht wirklich verändert. Also wenn ich es richtig verstehe, hattest du insofern Glück, dass du nicht die Runde über den EGMR drehen musstest, wie der Horst Zaunegger. Du hattest Glück, weil das OLG deine Sache zum BGH zugelassen hat, weil es um die Frage ging, Sorgerecht oder Umgangsrecht. Und eigentlich konntest du genauso den EGMR eben verhindern, ja, dass du dann noch Jahre warten musstest. Es ging zum BGH, wo du ja auch wahrscheinlich warten musstest, ein, zwei Jahre. Ja, genau. Mhm. Und dann ist es aber so, das, was beim Horst Zaunegger vom EGMR
klar formuliert wurde, nämlich, dass die Mutter eben kein Veto hat, um dem Vater, dass sozusagen das Sorgerecht des Vaters nicht von Mutters Gnaden abhängt. Da hat der BGH bei dir gesagt, ist genauso auch beim Wechselmodell. Aber dann kam die Bedingung, Kooperation ist eine notwendige Voraussetzung dafür, ja, Kooperation der Eltern, dass das Wechselmodell angeordnet werden kann, weil, wo du sagst, das ist eine faktische Zustimmung beziehungsweise die Möglichkeit eines Elternteils, wahrscheinlich meistens der Mutter, faktisch das Wechselmodell dann doch zu verhindern. Das heißt, es ist ein faktisches Veto, kein rechtliches, sondern ein faktisches. Genau, man hat das, man hat diese erklärte, diese deklaratorische Zustimmung, die hat der BGH eliminiert, denn damit wäre das sicherlich auch nicht beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durchgekommen und hat das aber in einer Art und Weise transferiert, damit er hier den Familiengerichten letztlich die Freiheitsgrade erhalten kann. Das ist meine Interpretation. Okay, du als der Vater hinter dem Wechselmodellbeschluss, wenn ich mal so formulieren darf, du sagst, der BGH hat hier eine Mogelpackung den Vätern präsentiert, indem man sagt, ja, Wechselmodell kann gegen die Mutter, gegen den Willen der Mutter angeordnet werden, aber ihr dürft euch nicht streiten mit der Mutter. Ja, das genauso. Letztendlich geht es darum, die Mutter muss nicht zustimmen und sagen, ja, ich akzeptiere das Wechselmodell, aber die Mutter muss ein gewisses Verhalten an den Tag legen, nämlich Kooperation, Kommunikation. Und wenn sie dann aber zum Ergebnis kommt, ich befürchte, dass da irgendwann jemand ein Wechselmodell gegen mich entscheidet, wenn ich da mit dem Vater rede, dann stelle ich doch lieber die Kommunikation ein, um auf die Art und Weise dann sicherzugehen, dass das Wechselmodell nicht kommt. Also letztendlich hat er mit dieser Entscheidung eigentlich dafür gesorgt, dass die Streitigkeiten in Summe zunehmen. Okay. Das heißt ja, dass der BGH zwar auf der Ebene der Zustimmung sich verfassungsgemäß verhält und sagt, es darf nicht sein, und da auch konform ist mit dem EGMR, mit dem Zaunegger-Urteil und sagt, Grundrechte können da nicht unter Bedingungen der Zustimmung des anderen Elternteils gestellt werden. Mhm. Aber durch diese, ich sag mal, psychologische Komponente, ja, Streit ist ja eine Verhaltensweise zwischen zwei Menschen, dadurch wurde es dann doch wieder unter eine Vorbedingung gestellt. Ja, es heißt ja immer, zu streiten gehören zwei, ja, sagt so dieses Sprichwort. Ja, stimmt sicherlich, ja. Nur wenn einer Nein sagt, was bleibt dem anderen dann letztendlich über? Ich meine, wenn du hier in die Historie meiner Fälle vor den Amtsgerichten, Oberlandesgerichten guckst, wenn ich das alles zusammenzähle, bin ich sicherlich über 20 verschiedene Verfahren. Und ich habe immer Gespräch angeboten, ich habe immer gebeten, lass uns dieses, lass uns jenes regeln. Nichts ist passiert. Die Alternative ist, ja, du läufst quasi in die Verjährung und in die Verwirkung oder du führst ein Verfahren. Weil wenn sich die Gegenseite zu nichts äußert, hast du keine andere Alternative. Okay, das heißt, dass man dann hinterher natürlich als hochstrittig wahrgenommen wird, überrascht jetzt nichts. Okay, und diese Hochstrittigkeit ist ja im Grunde eine, wie soll ich sagen, paradoxe und auch, wenn ich freisprechen darf, irrsinnige Sache, weil wenn ein Elternteil dem anderen die Kinder vorenthält, zum Beispiel die Mutter sagt, du kriegst die Kinder nicht, und der Vater geht vor Gericht und will im Sinne der Gleichberechtigung, auch im Sinne der Erziehung seiner Kinder in Gleichberechtigung, ja, dass die Kinder erleben, was Gleichberechtigung heißt, wenn also dieser Fall jetzt vors Gericht geht, weil er ja die Kinder als gleichberechtigter Elternteil auch bei sich haben will, dann wird ihm genau dieses Anliegen, dieses Grundrecht verwehrt, indem man sagt, geht nicht, Papi, weil du streitest ja mit der Mutter deiner Kinder. Das heißt, ja,
Und das ist ja wie bei einem Auto, ja, du und ich, wir kaufen uns ein Auto. Und du sagst, ich fahre jetzt mit dem Auto und du bekommst es nicht mehr. Dann sage ich, das geht nicht, ich gehe vor Gericht. Dann sagt der Richter, du, Sandro, du streitest mit dem Klaus, ich kann dir das Auto nicht geben, du darfst es alle zwei Wochenenden fahren und einen Mittwochmittag. Und ansonsten zahlst du dem Klaus den Sprit für das Auto, zahlst ihm die Versicherung und alle Reparaturen. Ja, kommen wir irgendwie so vom Modell her bekannt vor. Ja, so ist es im Prinzip. Du forderst irgendwas ein, sprich an der Stelle, ich war beim Oberlandesgericht in Nürnberg und habe gesagt, ich möchte das Wechselmodell. Und Oberlandesgericht hat mir dann erstmal gesagt, naja, wie vorhin schon dargestellt, ist erst ein Sorgerechtsthema, ist kein Umgangsrechtsthema einerseits. Andererseits dann die Frage, geht es auch mit weniger als mit halbe halbe? Und dann habe ich gesagt, nee, ich hätte schon gerne das Wechselmodell. Ja? Und dann hörst du halt A, im Oberlandesgericht Nürnberg-Beschluss, aber auch beim BGH-Beschluss, ja, dem Vater geht es hier nicht um das Kind, sondern es geht letztendlich um die Durchsetzung seiner sonstigen Interessen. Ja, einmal so, also das ist ein, wie soll ich es ausdrücken, egal wie du an das Thema rangehst, du hast in der Konstellation immer das Nachsehen, wenn die sagen, warum willst du das? Herr Klaus, ich habe hier, ja? Ich habe das hier vor mir, die Stelle, ich versuche sie mal hier ins Video reinzuholen. Hier, das ist hier die Stelle in dem Beschluss. Auch deutet die Haltung des Vaters, der ausschließlich ein paritätisches Wechselmodell anstrebt und jede Zwischenlösung ausdrücklich abgelehnt hat, darauf hin, dass seine Rechtsverfolgung nicht hinreichend am Kindeswohl orientiert ist. Meinst du diesen Satz? Ja, genau. Also, was sollst du dann begründen? Also, ich meine, entweder du gehst dann zum Gericht und sagst, ich möchte hier Aufenthaltsbestimmungsrecht und möchte sozusagen Residenzmodell von der anderen Seite, ja. Oder du suchst was mittleres, sprich Wechselmodell, und die Argumentation heißt dann, du wirst Wechselmodell, das ist nicht Kindeswohl. Und also dieser Satz ist ja im Grunde, also was ist denn dann die richtige Haltung für das Kindeswohl? Also ist die richtige Haltung dann zu sagen, ja, okay, die Eltern sind nicht gleichberechtigt. Ja, also das heißt, eine verfassungswidrige Haltung wäre dann eher im Sinne des Kindeswohl, wenn es nach dem BGH ginge. Ja, das, also das, was der BGH da getextet hat, hat der BGH eigentlich vom Oberlandesgericht Nürnberg abgeschrieben. Also okay, das hat auch das Oberlandesgericht Nürnberg schon mal zum Besten gegeben. Okay, das macht es nicht besser. Also da fällt mir ein, es gibt im Abschlussbericht zu Kinderrechten im Grundgesetz, da gibt es einen Abschnitt der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Kindeswohl. Und das finde ich ganz gut, weil hier dieser eine Abschnitt, was ist das Kindeswohl, ja, und das Verfassungsgericht sagt, das Kindeswohl bedeutet, dass das Kind des Schutzes und der Hilfe bedarf, um sich zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der sozialen Gemeinschaft zu entwickeln, wie sie dem Menschenbilde des Grundgesetzes entspricht. Das heißt ja, dass du ja eigentlich richtig liegst, weil zum Grundgesetz gehört doch die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das heißt ja auch von Vater und Mutter. Wenn mir jetzt ein Kind nicht erleben darf, dass Vater und Mutter gleichberechtigt sind im Wechselmodell, das heißt, sie betreuen das Kind gleichberechtigt. Wenn das Kind es nicht erleben darf, wird ja das Grundgesetz ausgehöhlt. Das heißt, diesen Satz vom BGH, dass deine Haltung nicht hinreichend am Kindeswohl orientiert ist, ist ja im Grunde völliger Humbug und verfassungswidrig.
Ja, was sollst du dazu sagen? Es waren hier fünf Berufsrichter, die das jetzt mal so formuliert. Ja, der BGH, muss der BGH nicht sich ein bisschen machen, was die Verfassung angeht. Ja. Gut, Verfassung ist das eine. Ich denke, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, das ist diese Formulierung, das ist diese Fragestellung, was ist das Kindeswohl? Ja? Das, was du jetzt vorhin vorgetragen hast, ist ja weitgehend auch die Regelung, die Paragraph 1 vom SGB 8 formuliert hat, nämlich jedes Kind hat das Recht auf Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit oder so ähnlich. Ich habe in meiner Beschwerde beim Oberlandesgericht Nürnberg sehr umfangreich die Frage aufgeworfen, definier doch bitte mal vorneweg das Kindeswohl. Und es ist so, von meiner beruflichen Seite her spielt das Thema Leitbild eine relativ große Rolle. Wenn es jetzt beispielsweise um die Fragestellung eines Sanierungsgutachtens geht, dann muss der Bearbeiter erstmal darstellen, was ist das Leitbild eines sanierten Unternehmens, um dann zu sagen, um dahin zu kommen, muss ich diese Schritte machen. Ja, ich greife heute irgendwo ein, damit ich diese und jene Entwicklung habe. Und ich muss aber, bevor ich diese Eingriffe mache, schon vorneweg darstellen, wie werden sie sich auswirken. Und das ist eigentlich das, was ich auch von den Richtern, Gutachtern, die irgendwas Schlaues empfehlen, Verfahrensbeiständen, eigentlich erwarten müsste, nämlich die Fragestellung, wie ist das Kind jetzt, wie soll sich das Kind in Zukunft entwickeln? Ja? Will ich einen Mitläufer, will ich einen Querdenker, will ich jemanden, der aufmüpfig ist, will ich jemanden, der musikalisch ist, will ich jemanden, der hier sozial engagiert ist? Das sind alles Werte, die die Eltern dem Kind im Rahmen der Erziehung mitgeben. Und es sind Ressourcen, die das Gericht aber in diesem Fall, wenn es gegen das Wechselmodell entscheidet, wo das Gericht dann letztendlich auch gegen die Ressource Vater entscheidet, wo der Vater dem Kind gewisse Ressourcen mitgibt. Ja? Diese Fragestellung, was ist das Leitbild, wie ein Mensch sich entwickeln soll, das ist eine Sache, die ich hier im BGH eigentlich mit auf den Weg gegeben habe. Aber das ist natürlich eine viel zu kritische Fragestellung. Darüber sind die Herrschaften offensichtlich sehr großzügig hinweggegangen. Und wie du ja siehst, in dem Zitat aus dem Abschlussbericht zu Kinderrechte im Grundgesetz, wo ja dargelegt wird, was die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Kindeswohl ist, da heißt es ja ausdrücklich, dass, wenn ich es mal so zusammenfassen will, das Kindeswohl ist die Erziehung des Kindes nach dem Menschenbild des Grundgesetzes. Und ein wichtiger Teil des Grundgesetzes ist ja die Gleichberechtigung. Das heißt, wenn man einem Kind nach der Trennung verwehrt, dass es in Gleichberechtigung erzogen wird und diese Gleichberechtigung erlebt, das heißt, das Menschenbild des Grundgesetzes leben und erleben kann, dann ist es verfassungswidrig. Das heißt, wir haben doch hier vom BGH einen Beschluss zum Wechselmodell, der schon mal in zweierlei Hinsicht verfassungswidrig ist, weil erstens sagen die, wenn sich die Eltern streiten, müssen wir einem Elternteil das Grundrecht nehmen. Ja, und ja, da geht es wieder in das Diskriminierungsverbot rein. Also sind wir wieder genau Zauneger auf der faktischen Ebene. Ja, oder psychischer Ebene, psychologischer Ebene, ja, weil Streit ist eine völlig schwammige Sache. Was ist ein Streit? Ja? Also ich habe ein Video gemacht, in unserem Fall hat ja der Vorsitzende des OLG seine Hand auf die Akten gelegt und hat gesagt,
ich sehe schon an längerem Umfang der Akten, dass es hochstrittig ist, ja, dass da 70% zu dem Versagen des Amtsgerichts sind, das wollte er nicht wissen. Wahrscheinlich hat er es gar nicht gelesen. Ja, das war halt, dem reicht schon der Umfang der Akten. Also was ist denn die Hochstrittigkeit, bitte, nach der dann im Gericht ganz, und das haben viele Väter auch am Mütter so erlebt, ganz salopp dann sagen, ja, dann geht das Wechselmodell halt nicht. Das ist die eine Verfassungswidrigkeit, die ich im BGH-Beschluss sehe. Und die andere ist eben diese Behauptung, du hättest nicht das Kindeswohl im Blick, wenn du auf dem paritätischen Wechselmodell bestehst. Dabei ist ja die Gleichberechtigung Teil des Erziehens von Kindern im Grundgesetz, wie es ja das Bundesverfassungsgericht will. Also was macht denn der BGH da? Ja, ich meine, ich war da auf der einen Seite dann einfach erstmal fassungslos dagestanden und habe mir gedacht, ja, was geht da ab? Ja. Ich meine, ich fand auf der einen Seite schon mal ist vorteilhaft, dass der BGH jetzt wenigstens festgestellt hat, es geht auch ohne die Zustimmung der Mutter auf der einen Seite, aber diese anderen Sachen, die er da noch mitgegeben hat, da war eigentlich schon klar auch, wo die Reise dann hingeht im Zusammenhang. Dass es dann wieder zurück auf die zweite Instanz gegangen ist. Also ich hatte da keine Erwartungen, da ging es dann einfach nur darum, mit einer, wie soll ich sagen, Schadensbegrenzung zu betreiben und hier mit wenig Kosten aus dem Verfahren rauszukommen, weil dass ich da an der Stelle keinen Blumentopf mehr gewinne, das war in dem Moment klar. Und vor das Bundesverfassungsgericht wolltest du mit dem BGH-Beschluss nicht gehen? Nee, also ich konnte ja nicht vom BGH-Beschluss direkt zum Bundesverfassungsgericht gehen, sondern dann musste ja erst einmal zum Oberlandesgericht Nürnberg, weil BGH das ja entsprechend dahin zurückverwiesen hat auf der einen Seite. Und wenn ein 14-Jähriger sagt, ich möchte es so lassen, wie es ist, dann kannst du was auch immer an Rechtsverletzungen rügen, da wird dann immer der Kindeswille oben reingestellt und da hätte ich keinen Blumentopf mehr gewonnen. Da wäre ich dann nur auf so und so viel Kosten sitzen geblieben. Es ist letztendlich ja so, als Trennungsvater gibt es eine gewisse Phase, wo die Lebensumstände in Anführungszeichen heiß sind, wo du was ändern kannst. In dem Moment, wo Kinder jenseits von 14 sind, brauchst du nicht mehr anfangen. Okay. Ja, was du bis dahin nicht erreicht hast, wirst du auch anderweitig nicht erreichen. Ich sehe bei dem Aspekt Hochstrittigkeit nochmal einen Punkt. Und zwar, in deinem Fall hat ja die Mutter deines Sohnes das paritätische Wechselmodell nicht zugelassen, obwohl dein Sohn ja am Anfang eigentlich sogar bei dir hauptsächlich wohnen wollte. Ja. Mhm. Und das heißt doch, dass der Begriff der Hochstrittigkeit, beziehungsweise wenn ein Richter eine Hochstrittigkeit feststellt, im Grunde nur die Gewalt eines Elternteils, wie in deinem Fall, unterstelle ich jetzt mal, der Ex-Frau, die Gewalt kaschiert und als Strittigkeit der Eltern feststellt, was ja eigentlich dann Gewalt gegen Kinder kaschiert. Das auf der einen Seite ganz sicher ja. Es geht Hochstrittigkeit als ein Begriff. Dann gibt es ja noch dieses Thema Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Das wird ja typischerweise auch ähnlich auf die gleiche Höhe gestellt. Und die Frage, die ich da hier auch sehr umfangreich ausgearbeitet hatte, war beim Amtsgericht Schwabach die Frage der Kommunikationsfähigkeit. Ja? Also es geht hier nicht um die Fragestellung, will jemand mit einem kommunizieren oder will jemand nicht mit einem kommunizieren, sondern Kommunikationsfähigkeit war der Begriff. Ja? Und da habe ich dann letztlich die Frage gestellt, was ist damit gemeint? Ja, und habe dann auch an der Stelle den Watzlawick zitiert, im Sinn von, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja? Hat aber auch an dieser Stelle wieder den BGH bzw. das Oberlandesgericht Nürnberg nicht interessiert,
das wäre wahrscheinlich zu tiefgreifend gewesen. Okay, erzähl doch mal, wie ging es dir denn persönlich, psychisch, emotional während der Zeit und auch bei deinem Sohn? Hast du da was gemerkt? Und wie geht es denn dir und deinem Sohn heute? Also, ich habe meinem Sohn immer klar gemacht, egal, was da an irgendeiner Stelle gesprochen wird, wo jemand anders aufgerufen wird, eine Entscheidung zu treffen, ich werde ihn immer lieb haben. Also ich habe ihm da ganz bewusst klar gemacht, von mir wirst du an dieser Stelle keinen Druck erhalten. Das habe ich auch so durchhalten können. Und er hat in der Situation sicherlich ordentlich gelitten. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Er hat es nicht dargestellt. Er hat das vermutlich in sich reingefressen. Er hat auch immer zwei Welten gehabt. Wenn er bei Papa ist, ist er bei Papa. Wenn er bei Mama ist, ist er bei Mama. Und irgendwie ein Austausch zwischen diesen Welten. Er erzählt bei Papa irgendwas, wie in der Mama-Welt ist, oder er erzählt bei Mama, wie es in der Papa-Welt ist. Das hat es wohl nie oder ganz selten gegeben. Ja, also er hat ja ganz strikt getrennt. Jetzt ist es dieses Modell, jetzt ist es jenes Modell. Ja? Also, wie ging es mir? 2015, als es hier bei Amtsgericht Schwabach war, fand ich die Sache schon schwer belastend. Auch die ganze Art und Weise, wie die Kommunikation zwischen den Beteiligten abgelaufen ist, die war verletzend. Ja? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat aber keinen der Richter irgendwo interessiert, sondern das hat man wohl zur als Standard angesehen, wenngleich ich sagen muss, ja, wenn Leute sich gegeneinander verletzen, dann ist das nicht gut. Das ist ja schön, dass diese Amtsgerichtsrichterin da zu dir gesagt hat, du würdest deinem Kind nicht gut tun. Ja, da hast du natürlich erstmal einen gewissen Hals, logisch. Das ist dann letztlich auch die Motivation gewesen, zu sagen, dann erst recht. Das war so nochmal der Brandbeschleuniger, wieso ich dann tatsächlich so weitergegangen bin. Vermutlich hätte ich das ohne diese ganzen Angelegenheiten so nicht weiter praktiziert. Das hört sich ja nach einer ziemlich arroganten, das hört sich ja nach einer arroganten Macht, besoffenen und sehr diskriminierenden und mutterhörigen, gläubigen, zentrierten Richterin an. Ja, davon kannst du ausgehen, dass das das Standardmodell eines Richters in Bayern ist. Ja, also da gibt es hier eine klare Vorstellung, wie hier Familienbilder gelebt werden. Die Richterin, die das ursprünglich mal gesagt hat, die ist da jetzt nicht mehr, die ist hier dann auf einmal Teil der Anklagebehörde geworden. Und es passt auch dazu, sie ist auch mittlerweile Frauenbeauftragte. Fantastisch. Da kann ja nur Schlechtes daraus kommen, wenn ich das richtig höre. Zumindest für Männer und Väter. Und ich habe dich unterbrochen, du wolltest sagen, wie es dir heute geht. Ja, heute habe ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ein Stück weit mit den Nachwirkungen dieser damaligen Zeit, die doch sehr, sehr viel Energie gekostet hat, zu tun. Einerseits, andererseits habe ich mich ganz gut wieder berappelt und unterstütze jetzt hier den einen oder anderen Trennungsvater in seinen Situationen, weil, ich sag mal, die Erfahrung, die man da gesammelt hat im Zusammenhang mit dem Beschluss vom Bundesgerichtshof, das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, ja, das kann ich gut weitergeben, dass das dem einen oder anderen dann besser funktioniert. Okay, das ist ja gut. Und was würdest du sagen,
Wie ordnest du den EuGH-Beschluss jetzt ein? Also was war sozusagen dein Vermächtnis für Kinder und Gleichberechtigung von Eltern? Ist es eine Fackel, die du weitergibst? Hat es eine Welle in Gang gesetzt? Oder hat es überhaupt keinen Auswirkung gehabt? War es eine Mogelpackung, um Väter die Illusion zu geben, dass sie jetzt gleichberechtigt sind, aber faktisch sind sie es nicht? Was ist deine Einschätzung? Und vielleicht, wenn du uns auch sagen möchtest, was deine Prognose ist für die Entwicklung in Deutschland, was Gleichberechtigung getrennter Eltern angeht und auch das Recht von Kindern auf beide Eltern. Ach, leider nicht. Oh, das ist aber nicht hier von Google, dass es mir zuhört. Okay, Entschuldigung, Google hat es unterbrochen. Okay, ich habe nichts verstanden. Ja. Was ist meine Prognose? Was ist Perspektive? Also, sicherlich hat der Beschluss vom Bundesgerichtshof dazu beigetragen, dass das Thema Wechselmodell in aller Munde ist. Ja. Viele Leute sind erst durch diesen Hinweis in der Tagesschau möglicherweise auf das Thema aufmerksam geworden. Ja, also war, was ich wahrnehme, ist schon genau, eine Welle, die daraus entstanden ist. Richtig, also ich bin ja damals, das ist auch cool, ja, dass wir zusammen hier jetzt reden. Ich habe damals, es war Anfang Januar 2017, da hat die älteste Tochter zu mir gesagt, nachdem ich ihr am Tag davor gesagt habe, ich denke, es ist wirklich zu Ende zwischen deinen Eltern. Wir trennen uns, ich lasse mich jetzt scheiden. Da hat sie am nächsten Tag gesagt, aber das ist schade, aber dann haben wir ja zwei zu Hause. Da habe ich gedacht, na, stimmt, weil bis dahin war halt alles für mich offen, ja, weil es hätte ja noch werden können mit der Mutter, weil das Trennungsjahr war dann vorbei und es war klar, das wird nichts mehr. Und so drei, vier Wochen später sagt mir jemand, du, da gab es einen Beschluss vom BGH zum Wechselmodell. Was ist das Wechselmodell? Ja? Hast du mir angeschaut und dann habe ich zu meinen Kindern gesagt, ja, also ihr habt ja gesagt, so zwei zu Hause und da gibt es so ein Wechselmodell, das ist genau das, da lebt man halbe mit den Eltern. Und die gesagt, ja, das wollen wir. Und dann habe ich eben den Antrag gestellt und aber heute so im Rückblick, ja, nach sind jetzt 2,5 Jahre, muss ich sagen, dass es eine Illusion war. Also ich fühle mich wie jemand, der in eine Falle getappt ist, ja, weil er gedacht hat, hey, Wechselmodell kann auch gegen die Mutter angeordnet werden. Ich bin ja ein gleichberechtigter Vater. Pustekuchen, ich bin in die Falle getappt und wurde im Grunde wie Schlachtvieh vor dem Familiengericht niedergemetzelt und habe keine Gleichberechtigung und habe auch noch den Glauben an den Rechtsstaat, zumindest in diesem, nach meinen Einschätzungen, völlig willkürlichen Subsystem Familiengericht. Da habe ich im Grunde willkürlich meine Grundrechte verloren und unsere Kinder ja auch. Ja, ja, ich meine, diese Desillusionierung, an dieser Stelle gibt es keinen Rechtsstaat. Das, denke ich, haben alle Trennungsväter in irgendeiner Art und Weise erlebt. Das ist so erschreckend, das klingt, eine Standarderkenntnis, die man in dem Zusammenhang für sich zu gewinnen hat. Das ist ganz, ganz klar auf der einen Seite. Gleichwohl, ich kriege es ja hier ein bisschen von einem Kollegen mit, ist das Thema Wechselmodell an verschiedenen Stellen mittlerweile ein großes Thema. Und es gibt auch mittlerweile Jugendämter, sicherlich jetzt offensichtlich nicht in Ehingen, Munterkingen oder irgendwo um die Ecke, aber hier in Nürnberg habe ich neulich mal schon ein Schreiben gesehen, wo das Jugendamt festgestellt hat, Wechselmodell ist gut für die Kinder. Also das zieht schon Kreise, aber das Beharrungsvermögen einer Gesellschaft ist halt offensichtlich so groß, das wird noch dauern. Und ich bin auch ganz sicher, die deutsche Politik, die deutsche Justiz hat nicht die Kraft, diese Situation von sich heraus zu ändern. Das Einzige, was hier funktionieren kann, das ist, dass
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte tätig ist und dort eine Entscheidung trifft. Und ich denke, das, was wir vorhin rausgearbeitet haben, im Zusammenhang mit der faktischen Zustimmung, mit dem faktischen Zustimmungserfordernis, das ist eigentlich die schwache Stelle, wo letztlich die nächste Generation der Trennungsväter ansetzen muss, die sich auf dem Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte machen, um dort letztendlich, durchzustoßen und zu sagen, ja, auch eine faktische Zustimmung, ein faktisches Zustimmungserfordernis ist eine Diskriminierung. Das ist dann quasi diese Konsequenz zu Zauneger 1626a alte Fassung. Ja? Was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen, wird nur ganz, ganz langsam und wahrscheinlich erst in der nächsten Generation der Richter passieren. Diese Generation der Richter, die jetzt am Start ist, die hat eine klare Vorstellung. Da wird es viel sein. Oder nicht häufig was denn. Auf der anderen Seite, die Frau Professor Sünderhoff hat ja auch in einer Stellungnahme beim Bundestag dargestellt, dass es vom Zufall abhängig ist, welche Art von Richter du bekommst, ob das Ganze linksrum oder rechtsrum ausgeht und dass das Ganze letztlich im Rechtsstaat nicht würdig ist. Richtig. Also kann ich nur ja sagen. Und aus meiner Erfahrung heraus aber auch die vielen Väter, mit denen ich geredet habe, weil ich ja über Freifahren die ganzen Anfragen dann bekommen, pro Woche mehrere Geschichten per E-Mail von Vätern, aber auch Müttern, ja, natürlich zu einem kleineren Teil, so 10%, die da rausgekickt werden durch Gerichte. Also wenn ich mir den BGH-Wechselmodellbeschluss jetzt anschaue, dann kommt es mir vor wie ein Sammelsurium der Folterwerkzeuge der Familiengerichte, wie zum Beispiel, ja, ich habe als Richter gar keine Lust, hier dem Vater die Gleichberechtigung zu ermöglichen, also sage ich, die sind hochstrittig. Ich habe keinen Bock, hier den Vater die Kinder zu geben, also sage ich X, Y und Z. Es ist alles in dem BGH-Wechselmodellbeschluss drin, ja, damit quasi, genau. Das ist eine Bestandsaufnahme der Willkürlichkeit und Brutalität an den deutschen Familiengerichten. Und dann hat der BGH, so nett wie er ist, noch ein Blümchen in diese Folterkammer gestellt, die heißt, das Wechselmodell kann gegen den Willen der Mutter angeordnet werden. Und damit hat er für eine gute Atmosphäre gesorgt, aber die Willkür und Brutalität geht tagtäglich weiter. Ja, da hat sich definitiv nichts geändert. Auf der einen Seite, da gebe ich dir vollkommen recht, also das Thema Hochstrittigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, da hat der BGH schwer darauf geachtet, dass die Freiheitsgrade der Familiengerichte erhalten bleiben. Jetzt haben wir noch so ungefähr 20 Minuten in unserem Live-Gespräch. Wir mussten ja leider aus technischen Gründen ein bisschen später anfangen. Zeit für Fragen. Und jetzt, ich finde es ja toll, dass in den Kommentaren hier lauter Zustimmung da ist. Aber jetzt wäre die Zeit, Fragen zu stellen. Also wenn ihr was wissen wollt vom Klaus, dann lasst es uns jetzt in den Kommentaren wissen. Ich schaue jetzt immer wieder mal drauf, ob Fragen kommen. Bisher habe ich leider keine entdeckt. Also bitte legt los auf Facebook und nochmal wie eingangs gesagt, dieses Video wird dann auf YouTube gestellt, nachdem ich es hochgeladen habe, dann kann man es sich auch da anschauen. Bis hier ich eine Frage entdecke auf Facebook, noch weiter von mir fragen, Klaus. Mich interessiert brennend, was ist dein Tipp? Also, wann werden Väter in Deutschland gleichberechtigt sein? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, die du mir da jetzt stellst. Wann wird es passieren? Andersrum, was muss passieren, dass das irgendwo passiert? Ja, ich meine, wir erleben gerade die Situation, dass die
politischen Parteien eine klare Vorstellung haben. Auf der einen Seite hast du die CDU-CSU mit dem Thema Familienbild in der klassischen Art und Weise, die Frau in die Küche, in die Kirche, zu den Kindern. Und auf der anderen Seite hast du die SPD, Grünen, Linken, die durchaus von der feministischen Seite her ihren Ansatz gewählt haben, wo sie sagen, ja, Kinder gehören zur Frau, Mann ist nicht wichtig. Und dazwischen hast du auf der einen Seite eine FDP, die sagt, Wechselmodell, liberal. Und auf der anderen Seite hast du eine AfD, die offensichtlich eher auch diesen klassisch konservativen Wertekanon Kinder, Kirche, Küche zugeordnet ist. Von der Seite her gehe ich nicht davon aus, dass wir in absehbarer Zeit irgendwo eine Gleichberechtigung an dieser Stelle stattfinden wird. Gleichberechtigung im Zusammenhang mit Wechselmodell wird meines Erachtens eher wohl möglich sein, aber eigentlich erst, wenn hier ein-, zweimal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat und darauf hingewiesen hat, dass diese Begründungen, die diese Gerichte liefern, zu einer Diskriminierung der Väter führen, analog 1626a Zaunegger, alte Fassung. Und davon gehe ich aus, es sind ja ein paar Leute am Start, unter anderem auch Leute, die ich entsprechend unterstütze. Ich gehe davon aus, dass da in 5 Jahren die Welt ein Stück weit weiter ist. Mhm. Ja. Sind hier Wobei, Fragen wie gesagt, gekommen, Klaus? Diese Entwicklungen kommen definitiv nicht aus Deutschland heraus, das glaube ich nicht. Diese Entwicklungen kommen nur aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es könnte sein, dass die AfD vielleicht noch die Idee hat, als Männerpartei auch mal ein Männerthema in der anderen Richtung zu besetzen. Das könnte sein, aber traue ich denen eigentlich momentan nicht zu. Okay. Danke, Klaus. Jetzt haben wir hier Fragen. Und zwar, ein Vater fragt, ob denn die Entscheidung gegen die Mutter bei gemeinsamem Sorgerecht und erweiterten Umgang, ich denke, damit meint er das Residenzmodell mit ein bisschen mehr Zeit, eine gute Basis für das Wechselmodell ist. Als Ausgangsposition, um da letztendlich in den Wechselmodellmodus reinzugehen, letztlich habe ich mir diese Frage ja auch stellen müssen, als das Oberlandesgericht Nürnberg mich gefragt hatte, willst du unbedingt das Wechselmodell oder warum soll es denn, kann es denn ein bisschen weniger sein? Ja? Und was argumentiert man in so einer Konstellation? Letztlich kannst du eigentlich nur entweder über diese grundsätzliche Gleichheit in den Rechten argumentieren oder darstellen, dass diese Förderaspekte, wie man ein Kind in dieser Phase fördern kann, es notwendig macht, sehr wohl, ich sag mal, in einer maximalen Art und Weise zu fördern, ohne in eine Konstellation zu kommen, dass der Kontakt zum anderen Elternteil dann irgendwo darunter Schaden nimmt. Meines Erachtens ist Residenzmodell mit mehr Zeit zwar sicherlich gut fürs Kind auf der einen Seite, wenn man das Ziel des Wechselmodells hat, denke ich, ist alles, was hier die alte Situation verfestigt, eigentlich schwierig. Denn da kommen dann die nächsten Themen dazu, wie die Rechtsprechung das wohl definiert, indem hier ja dann auch der Kontinuitätsgrundsatz, das haben wir vorhin noch nicht so angesprochen, ja auch nochmal ganz hoch gehalten wird, dass das Kind in der Situation gehalten werden soll, wie es vorher war. Also das ist alles ein Cocktail, wo ich sage, kann eigentlich nur aufgebrochen werden, auf der einen Seite durch eine defizitäre Mutter oder anders halt durch eine besondere Förderung. Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, mein Eindruck ist,
die Familienrichter wollen gar nicht unbedingt, dass die Kinder sonderlich gefördert werden. Da ist es einfach wichtig, ja, die sollen nicht verhungern. Und ansonsten ist es den Richtern eigentlich ziemlich egal, was aus den Kindern wird. Also das, was wir vorhin in dieser Leitbildfragestellung gefragt haben, das interessiert unter uns gesagt meines Erachtens keinen Richter, wie ich erlebt habe. Du hast das Kontinuitätsprinzip genannt, was ja für den BGH auch ein wichtiger Aspekt des Kindeswohl ist. Hier sehe ich das Problem, dass es ja so eine, wie auch die Hochstrittigkeit, so eine vereinfachte Sicht auf die Dinge ist, ja, auf die Psyche von Kindern und Eltern, wie bei der Hochstrittigkeit, ja, dass es schon eigentlich dumm ist, so einfach ist es, weil Kontinuität heißt ja nicht eine lokale Kontinuität, ja, wo oder mit welcher Person war das Kind denn die meiste Zeit zusammen, ja, wenn man sagt, die Mutter hat 70% der Zeit auf die Kinder aufgepasst, ja, dann war die Mutter eben da, ja, körperlich anwesend auf irgendeine Art und Weise. Das sagt ja nichts aus über die Qualität dieser Zeit, ja, wenn ich jetzt Essen koche für die Kinder und die Kinder erleben da die Mutter im Alltag oder spielen nebenher, welche Qualität hat es im Vergleich dazu, wenn dann ein Vater abends zurückkommt, sich voll den Kindern widmet, die Kinder beim Vater vertrauen können, sie können ihm alles erzählen, was bei der gestressten Mutter tagsüber vielleicht dann doch nicht so möglich ist. Ja. Natürlich gibt es auch Mütter, denen man das alles gut erzählen kann. Ja. Aber das schauen sich die Richter gar nicht an, sondern jawohl, Kinder waren 70% der Zeit in der Küche der Mutter sozusagen. Ja. Und die Mutter ist auch mit denen jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ganz klar, Kontinuitätsprinzip ist damit erfüllt für die Mutter. Vater bekommt kein Wechselmodell. Ja, letztlich kommt es einem so vor. Teilweise geradezu primitiv, welche Argumente da herbeigeführt werden, warum das so sein soll und nicht anders sein kann. Ja, so sehe ich das auch. Das ist zum Teil so primitiv und einfach gestrickt, also auch dieser Vorwurf an dich, du würdest nicht das Kindeswohl im Blick haben, wenn du dich für das paritätische Wechselmodell aussprichst. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil es ist so absurd zu sagen, dass ein Kind im Sinne des Menschenbilds des Grundgesetzes erzogen werden soll, ja, wozu die Gleichberechtigung ja gehört, und dann zu sagen, nee, das ist aber nicht das Kindeswohl. Doch, es ist das Kindeswohl. Per Definition oder Definition des Lebensgehalts, des Bundesverfassungsgerichts. Ja, da stehst du einfach mehr oder weniger sprachlos da und denkst dir, wow, was geht hier ab? Ja, aber auch nebenbei bemerkt, der Mann, der das hier mir auch schon in Nürnberg am OLG gesagt hat, er hat neulich auch eine Arbeitsgruppe beim Deutschen Familiengerichtstag geleitet. Also hat hier schon wieder auch fachliche Karriere gemacht. Und was denkst du denn, woher kommt diese Primitivität und diese anhaltenden Vorurteile gegen Väter, ja, wie diese Richterin in Schwabach, die jetzt Frauenbeauftragte ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Richterin in Strafsachen. Woher kommt es denn, dass sie einen Vater anraunt und sagt, sie tun ihren Kindern nicht gut? Woher kommt dieses primitive Denken, dass nur eine Mutter für Kinder gut ist? Ja, ich meine, in dem konkreten Fall, das war jetzt weniger das klassisch konservative Modell Kinder, Kirche, Küche oder andere Reihenfolge, sondern das war eher so das Modell, der Vater ist für die Kinder nicht notwendig. Das ist die reine feministische Sicht auf die Dinge. Ja, also das sind immer diese zwei Welten. Auf der einen Seite hast du eher die konservativ geprägten und auf der anderen Seite hast du hier die Fortschritt, in Anführungszeichen Fortschrittlichen, die zum Ergebnis kommen, die Väter sind nicht wichtig. Ja. Also es ist doch, ich meine, das geht ja, dass das alles absurd ist, darüber sind wir uns, denke ich, einig. Ja. Ich meine, das siehst du ja auch zur Fragestellung der
Forschungsergebnisse. Ich meine, sind wir jetzt wieder beim anderen Thema. Die Familienministerin hat ja ein Gutachten in Auftrag gegeben in Bremen zum Thema, wie sind denn die Umgangsmodelle zu gestalten? Was gibt denn die deutsche Wissenschaft her? Ja, es gibt hier genügend internationale Studien, die sich eigentlich alle einig sind, was richtig und sinnvoll und gut ist. Nur in Deutschland versteht das keiner. Ja, also Frau Giffey zitiert zwar in ihrer Dissertation offensichtlich eher im angloamerikanischen Stil, aber irgendwelche Studien, die irgendwo vorhanden sind, die werden hier großzügig ignoriert. Das interessiert da an der Stelle. Ich denke, das hat aber wieder mit der Fragestellung zu tun, Weltbild. Der eine kommt aus der konservativen Sicht der Dinge und die nächste kommt aus der feministischen Sicht der Dinge. Inhaltlich sind sie sich an der Stelle einig. Damit ist der Status quo für einige Zeit erledigt. Es kann nur funktionieren, bis hier irgendjemand mal zum Ergebnis kommt, hier ist eine Diskriminierung vorhanden und hier wird dann in einem gewissen Umfang beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Sauniga 3 gestellt. Also das ist ja eine falsche Form von Feminismus, weil Feminismus ist doch die Gleichberechtigung der Geschlechter. Ich kann doch nicht sagen, dass dann, wenn es um Väter geht, die eben nicht gleichberechtigt sind, aber wenn es um Managementpositionen in Top-Unternehmen geht, dann wollen Frauen gleichberechtigt sein. Da wird ja mit zweierlei Maß hier gewogen und es ist ja dann in sich widersprüchlich, weil Gleichberechtigung kann ich ja nicht mal hier, mal da zusprechen und dann aber entziehen. Ja, Feminismus im Sinn von Frauenförderung. Egal wie. Also, bin da an dieser Stelle wenig optimistisch, dass die deutsche Politik, die deutsche Gesellschaft aus sich heraus irgendwo das Thema hinbekommt. Es ist ja letztendlich auch so, die Anzahl der betroffenen Väter, die ist ja wirklich einigermaßen gering. Natürlich sind es in Summe über alles eine ganze Menge, Tausende von Vätern, die hier um den Kontakt mit ihren Kindern kämpfen, einerseits. Andererseits im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, zum Verhältnis der gesamten Wählerschaft, interessiert das nicht. So grausam das für uns Trennungsväter an dieser Stelle eigentlich aussieht. Ich habe für meinen Sohn ihm klargemacht, du hast an meiner Stelle gesehen, wie schnell es gehen kann, dass du an der Wand stehst, dass man dich an die Wand zu stellen versucht. Sei dir das immer bewusst mit allem, was du tust. Ja? Und er wird jetzt demnächst auch wahrscheinlich eine Ausbildung zu einem Beruf machen, den er auch in einem internationalen Kontext durchführen kann. Da ist er jetzt nicht unbedingt nur auf eine Tätigkeit in Deutschland angewiesen. Insofern hat er zumindest da mal die Mobilität, wenn ihm manche Sachen einfach zu sehr gegen den Strich gehen. Du denkst quasi schon so weit, dass du sagst, wenn mein Sohn mal in der Situation ist, dass er Kinder möchte, dann sollte er einen Job haben, dem erlaubt, aus dem väterfeindlichen Deutschland auszugehen. Genau. Also das ist sicherlich eine Sache, die er auch in einem gewissen Umfang für sich selber verstanden hat und wo ich ihm natürlich auch ein Stück weit dazu geraten habe. Das ist definitiv der Fall. Was tust du denn, damit er eventuell in Deutschland bleiben kann und auch meine Söhne in Deutschland bleiben können? Ja, die ganze Aktion, ich habe da relativ schnell kapiert, dass das Ganze, was ich da angefangen, angezettelt habe, für mich selber definitiv kein Ergebnis bringen wird, einerseits. Andererseits ist es aber letztlich auch so, natürlich macht man das erstmal auch für die eigenen Kinder, für den eigenen Sohn, dass man hier sagt, okay, in diesen Abgrund, in dem ich geguckt habe,
soll der nicht auch noch gucken müssen. Da versuche ich sehr wohl, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich das hoffentlich für ihn ändert. Das war sicherlich in einem Großteil auch die Motivation, als ich gesehen habe, an der Stelle ist es zu Ende. Es geht ja darum, dass ich auch hier dann im Nachgang noch das eine oder andere an Verfahren angestrengt habe, auch durchaus, wo es darum ging, für ihn eine gewisse positive Entwicklung zu sichern. Ist ja von Müttern, die so wie in deinem Fall vorgehen, sehr kurz gedacht, ja, weil die verstehen ja nicht, dass sie mit ihrem Verhalten und auch die Unterstützung, die sie ja kriegen von Jugendämtern, Gerichten bis hoch zum BGH, wie wir jetzt in deinem Fall sehen, ja, dass da Mütter gepudert werden und noch irgendwie über verfassungswidrige Kniffe am BGH sogar noch in eine Türe gebaut wird, dass sie dann doch wieder die Grundrechte von Vätern einschränken können, indem sie zum Beispiel einfach so tun, als wären sie im Streit mit dem Vater und kooperieren nicht mit ihm. Und das ist ja sehr einseitig, vor allem für Mütter, die Söhne haben, weil sie verfestigen oder verschlimmern mit ihrem Verhalten und indem sie ja den Staatsorganen auch die Möglichkeit geben, ja die Mütter zu instrumentalisieren, damit eben Väter weiter unterdrückt werden. Das ist ja sehr kurzfristig, weil damit schaden sie ja ihren eigenen Söhnen. Ja, ich gehe aber davon aus, dass die Perspektive, so weit zu denken, an vielen Stellen nicht vorhanden ist. Also im Zusammenhang mit meiner Ex-Frau ist es ganz klar, man hätte an vielen Stellen sinnvolle Ergebnisse realisieren können, wenn man miteinander gesprochen hätte. Aber das war halt einfach nicht nötig. Und man muss eins noch sagen, es gibt auch eine gewisse Dynamik, die sich in diesen Prozessen ergibt. Nämlich, da geht es um die Fragestellung der Verfahrenskostenhilfe. Ja? Frau in gewissen Konstellationen kriegt sehr schnell Verfahrenskostenhilfe und kann in dem Kontext natürlich losprozessieren. Und was ist das Ende vom Lied? Das Ende vom Lied ist ja die Wahrnehmung, ich muss mich mit niemandem unterhalten, ich muss mich mit niemandem einigen. Ich bekomme meistens recht. Mal wird Verfahrenskostenhilfe ja deswegen gewährt, weil ich Aussicht auf Erfolg habe. Und B, selbst wenn es schief geht, dann kostet es nicht wirklich viel, weil ich bin ja einigermaßen abgesichert. Und ich denke, diese Verfahrenskostenhilfe ist auch so ein Instrument, wenn man das mal genau analysiert, die sorgt nicht dafür, dass die Leute sich besser vertragen, die sorgt nicht dafür, dass die Leute irgendwo kompromissbereiter werden, sondern Attacke, Attacke, Attacke. Die Anwälte schnappen sich die Mandantinnen und führen einen Prozess nach dem anderen und alles ist gut. Auf der einen Seite, es gibt gewisse Konstellationen, wo dann nach 4 Jahren die Verfahrenskostenhilfe nochmal überprüft wird, um dann auf einmal festzustellen, hoppala, die Rahmenbedingungen haben sich geändert und dann wird halt nochmal neu abgerechnet. Aber das ist in dem Moment, wo es in die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe geht, ist es da, wird es um die Frage, führt man einen Prozess bis zum Ende oder versucht man vorneweg sich irgendwo zu vergleichen? Es führt zu Themen, die definitiv, ich sag mal, konfliktverschärfend sind, wo eigentlich das Gegenteil angemessen wäre. Es hat ein Kommentator auf Facebook uns kritisiert, weil wir so pessimistisch sind. Was rätst du denn einem Vater, der jetzt gerade vielleicht gestern sich getrennt hat oder getrennt wurde, wahrscheinlich nicht einvernehmlich, ja, sonst könnte er ja die Lösung nicht ausmachen. Was rätst du dem? Sagst du, du vergiss es in Deutschland, schenk deiner Ex-Partnerin einen dicken Brilli zum Abschied und ein Auto und schenk ihr noch das Haus, das gemeinsame und sag, bist du einverstanden damit, wenn wir das halbe halben machen mit den Kindern? Oder soll er gleich ins Ausland gehen? Soll er kämpfen?
wie du, ja, um das Ganze vielleicht doch irgendwie voranzubringen, wieder bis zum BGH, zum IGMR. Was sagst du dem Vater, der gestern, wo gestern die Beziehung kaputt ging und der sich heute Sorgen macht, was passiert mit meinen Kindern? Ganz klar, nicht weit wegziehen, in der Nähe von den Kindern bleiben und den Kontakt zu den Kindern suchen und sehr, sehr schnell, ohne dass ich andere Betreuungslösungen schon etabliert haben, zügig einen Antrag auf Wechselmodell stellen. Ja, nicht warten, bis sich die Situation verfestigt, wo du dann hinterher umfangreich begründen musst, warum es jetzt auf einmal anders sein soll, als du es vorher irgendwo mal gesehen hast. Auf der einen Seite und auch die Bedingungen schaffen, die typischerweise notwendig sind. Und dazu gehört in allererster Linie auch mal eine gewisse räumliche Nähe auf der einen Seite. Wenn die Ex-Frau die räumliche Nähe sozusagen vernichtet, indem sie wegzieht, bleibt möglicherweise nur das Hinterherziehen. Und auf der anderen Seite auch gucken, dass die Kommunikation mit der Ex-Frau noch am Laufen bleibt und an der einen oder anderen Stelle Kreide fressen, wenn man auch vom Anwalt der Gegenseite ordentlich beleidigt wird. Und versuchen, diese Kommunikationsebene aufrechtzuerhalten. Ich bin da deswegen nicht pessimistisch. Ich würde eher sagen, ich bin realistisch. In einem gewissen Umfang mag da was funktionieren, aber es ist halt letztendlich an vielen Stellen zwar nicht rechtsstaatskonform, aber zufallsabhängig. Und letzte Frage an dich. Das war jetzt ein Tipp, ja, für den Einzelkämpfer. Was muss man tun als entrechteter Vater und als entrechtete Mutter, um etwas in der Gesellschaft zu ändern, um Gesetze zu ändern, um die Politik zu ändern, um vielleicht die Empathie für Väter oder überhaupt das Verständnis für die Willkür und Brutalität am Familiengericht herzustellen? Gibt es vielleicht, es gab ja diese Allensbach-Umfrage, nach der ja 70% der Bevölkerung in Deutschland das gut finden, wenn beide Eltern sich nach der Trennung die Kinder bringen. Vielleicht ist es ja nur die Machtelite, die hier die Spaltung betreibt zwischen den Eltern. Lange Rede, kurzer Sinn. Was braucht es, um da eine Bewegung in Gang zu setzen, die etwas bewegt in Deutschland, damit Eltern nach der Trennung gleichberechtigt sind und Kinder in Gleichberechtigung erzogen werden und auf beide Eltern behalten? Ja, auf der einen Seite wäre ein gewisser gesellschaftlicher Konsens notwendig, aber wenn man sich jetzt einfach mal die ganzen großen gesellschaftlichen Player, sprich die Parteien, anschaut, dann kommt diese Entwicklung nicht von dieser Schiene. Ja? Wenn man sich anschaut, an welcher Stelle Recht gesprochen wird, dann ist es in einem gewissen Umfang Verfassungsrecht. Da hat man den Eindruck, dass gewisse Konstellationen zum Verfassungsgericht hochgetragen werden, wo man sagt, das sind eigentlich gecastete Fälle. Ja, es gab neulich mal dieses komische Urteil, wo hier irgendeine Sozialhilfeempfängerin, glaube ich, war das, vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist und erstritten hat, dass der oder versucht hat, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, so interessiert hat es mich auch nicht, hab's nur mitgekriegt, bei Danisch ist es, glaube ich, mal diskutiert worden, zum Thema Kontoinhaber, Schräger, Kontoinhaberin. Ja? Es werden einfach gewisse Fälle gecastet und dann durch die Instanzen gehört. Es ist meines Erachtens die einzige Art, heutzutage die Sachen zu verändern. Und in dem Fall geht es darum, gewisse Fälle so, ich sag mal, zu beschreiben, so auf die Spitze zu treiben, so auf die dieses faktische Zustimmungserfordernis als Diskriminierung darzustellen und dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu transportieren.
weil die OEGs werden es nicht machen, der Bundesgerichtshof wird es nicht machen wollen, das Verfassungsgericht wird es definitiv ablehnen und dann bleibt nur der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und da kann was passieren, alle anderen Institutionen kannst du da an der Stelle eigentlich vergessen. Habe ich doch es noch geht eine letztlich Frage. Darum, wenn man es in der politischen Art und Weise angehen will, dann muss man die Fälle so bearbeiten, ich würde schon fast sagen casten, um hier dann die richtigen Fälle nach oben zu bringen. In einer gewissen Art und Weise mache ich es ja nicht anders. Danke. Habe ich doch noch eine Frage, gerade eben, um da dran anzuschließen. Wir haben ja eine Viertelstunde später angefangen, wir können auch ein paar Minuten länger machen, wenn du nichts dagegen hast. Nee, ich habe noch 12% Akku. Okay, ja gut, das reicht dann auch für die Antwort. Und zwar, was ist mit einer Greta Thunberg des Wechselmodells oder der Gleichberechtigung oder der Kinderrechte? Weil es geht auch um das Recht der Kinder auf beide Eltern. Ich sehe da halt konkrete Hürden, weil wenn ein Kind unter 14 ist, dann wird es, wenn da ein Kind in die Öffentlichkeit geht und nicht beide Eltern zustimmen, was ja nicht der Fall ist, wenn die Eltern sich streiten, ja, dann gibt es ja da rein rechtlich schon mal das Problem, wenn dann ein Kind, ja, wie es meine älteste Tochter auch eigentlich gerne machen würde, ja, wenn das in die Öffentlichkeit geht, dann heißt sofort hier Sorgerechtsentzug. Der Vater oder die Mutter, die das Kind sozusagen in die Öffentlichkeit bringt, als Greta Thunberg der Kinderrechte. Also es geht dann erst nach 14, aber das dann eigentlich, wie du ja selbst gemerkt hast bei deinem Sohn, das ist eigentlich gelaufen, weil wenn das Kind dann sagt, ich will im Wechselmodell sein, dann wird es das Gericht auch meistens so akzeptieren, weil ab 14 der Wille des Kindes eigentlich schwerlich mit dem Kindeswohl dann zu überwinden ist. Was denkst du dazu? Also es wird definitiv nichts bringen, also so eine Funktion, eine Person, eine Greta des Wechselmodells wird nicht die Wahrnehmung haben, denn es ging hier höchstens in die Richtung zu sagen, warum, how dare you? Ja, wie Greta irgendwo mal zum Besten gegeben hat. Wie habt ihr es, also nicht im Sinn von gegenwärtig, wieso erlaubt ihr es nicht, dass ich hier beide Eltern habe? Ne? How dare you? Warum habt ihr es nicht erlaubt, hier meinen Vater in einem angemessenen Umfang zu sehen? Ja, so diese vorwurfsvolle Haltung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es wirklich funktioniert, insbesondere auch vor dem Hintergrund. Es sind die Trennungskinder, wird man vermutlich nicht in dem Ausmaß so konfliktbereiten Menschen erzogen haben, wie wir beide uns das möglicherweise wünschen würden, wie wir unsere Kinder haben möchten, sondern da sind typischerweise eher Reaktionen mit viel Anpassungsverhalten vorhanden. Also ich glaube nicht, dass es an dieser Stelle so funktioniert. Vielleicht gibt es mal das eine oder andere Filmprojekt, irgendwo habe ich es ja neulich gelesen, dass darum geht zu sagen, okay, Kinder, die hier den Kontakt zu den Elternteil verloren haben, haben wieder die werden vor laufender Kamera dann mit dem anderen Elternteil in Kontakt gebracht. Ja, aber dieses große gesellschaftliche Bewusstsein, was da alles passiert mit den Leuten, mit den Menschen, die hier einen Elternteil verlieren müssen, diesen Effekt sehe ich bei den momentanen politischen Verhältnissen nicht. Und wenn du auch zu den Zeitungen, zu den großen Kanälen guckst, da ist eigentlich wenig Interesse vorhanden, darüber zu berichten. Der Einzige, der hier im Zweifel irgendwo ein Stück weit was gemacht hat in letzter Zeit von den Journalisten, das war der Ingo Zamperoni, der hier irgendwann mal die Ali auf die Bretter genagelt hat. Aber alle anderen gehen da hier ja sehr, sehr großzügig über das Thema hinweg.
Gut, Klaus, das war noch eine halb positive Vision für die Zukunft in Deutschland. Ich danke Ja, dir. es ist nicht die gemähte Wiese, wo ganz einfach ist, das wird so, so, so sein, das sind die nächsten Schritte. Nein, das ist es ganz besonders nicht. Ja. Es ist noch eine ganze Menge Arbeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist eigentlich die Argumentationslinie für mich vollkommen klar. Die ist offen. Ja. Der schwache Punkt, der weiche Ziel, das weiche Ziel, was man zu treffen hat, das ist die Diskriminierung, die entsteht durch das faktische Erfordernis einer Verhaltensweise, faktische Zustimmung. Ja? Das ist das weiche Ziel, das gilt es letztlich zu treffen. Und da muss halt der eine oder andere mal seinen Versuch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unternehmen. Ich bin da nicht ausgesprochen pessimistisch. Es ist halt Arbeit und es ist nicht nur mein Part. Es sind viele andere hier, die da möglicherweise zuschauen und sich hoffentlich die eine oder andere Anregung geholt haben von der Argumentation her. Und wenn da noch Fragen sind, da stehst du sicherlich als guter Ansprechpartner zur Verfügung. Auf der anderen Seite, die eine oder andere Frage kann ich da sicherlich auch beantworten. Ja gut, wunderbar, Klaus. Ich glaube, dein Akku am Computer neigt sich jetzt langsam 9%. Okay. Bevor es hier ein abruptes energetisches Ende gibt, das sage ich jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank. Auch an die, die zugeschaut haben natürlich. Es gab hier ein paar Kommentare, also einige Kommentare. Einer hat gemeint, wir würden die Fragen nicht sehen. Doch, wir haben sie gesehen, aber wie gesagt, ihr müsst Fragen stellen, damit ich sie hier aufstellen kann. Also beim nächsten Mal, der Gast steht noch nicht fest, aber es sind ein paar in der Pipeline. Auch wieder sehr interessante Gäste. Ich bin da im Gespräch mit einigen Leuten. Wird dann auf freifam.de/live dann bekannt gegeben, natürlich auf Freifam, auf Facebook auch. Klaus, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns einen Einblick gegeben hast, in deine Einschätzung. Und mach einfach weiter und danke, dass du so weit gekommen bist am BGH und diese Welle angefangen hast und auch weiter mit Vätern arbeitest, dass sie gleichberechtigt. Sehr gerne. Schönen Abend. Tschüss. Danke. Ciao.